Oh, dann starten wir mal die Runde. Sollen wir abwechselnd vorlesen? Ich hab Melke die Kühe und Nein. Mutter die Ja. Schweine. Ja, du kannst es noch nicht machen, weil du in der Story noch nicht so weit bist. Achso. Also soll ich nur vorlesen oder wie? Ja. Okay. Wieder im Sattel. Anne von Blissen ist eine Legende hier im Jorvik-Stall. Als sie verschwand, haben wir wirklich eine von uns verloren. Wir sind so glücklich, dass sie wieder da ist. Alle Reiter des Stalls wollen mit eigenen Augen sehen, dass es ihr gut geht und ihr ihre Unterstützung zeigen. Vielleicht ist das zu viel Aufmerksamkeit. Vielleicht ist da noch etwas anderes. Sagen wir einfach, sie ist in letzter Zeit sehr intensiv geritten. Alle machen sich Sorgen um sie. Du bist doch mit Anne befreundet, nicht? Also, ich glaube, sie könnte gerade eine Freundin gut gebrauchen. Wie nach Anne am Jorvik-Stall. Oh, ihr seid ausgefaced. Interessant. Wir Ja, das ist geil. Oh, nice. müssen Einmal Richtung raus. unten. Pl zum unteren Platz müssen wir reiten, für die Leute, die das jetzt gerade nicht sehen. Zum unteren großen Platz. Ach du Scheiße. Lol. Wo ist der untere große Platz? Ja, Böckstall Arena heißt das. Anne mit Rockmusik? Interessant. Ist wirklich Ganymed? Ganymed? Wie spricht man dieses Pferd aus? Egal. Du hast so stark angefangen, aber jetzt hast du Angst vor einem eigenen Schatten? Oh. Du bist hoffnungslos. Nochmal? Ach du Scheiße, geht gerade ab. Ich Und das war's. glaube, Tessa und ich wissen nicht wohin. Ja. Wenn ihr noch von dem. Wenn ihr vor dem Gatter steht, wo Stein war, dann rechts lang geht, dann kommt ihr auf einen unteren Platz. Da, wo Da die sind Star, wo du mit Starschein den Springrennen und Rennen da gemacht wir. Ja, hast. Ja. da sind wir Ja, gerade. wir sind aber ausgefaced, deswegen seht ihr uns Ach nicht. so, okay. Ich stelle mich einfach in die Mitte hin. Oh, hallo, Elena. Wieso guckst du mich so an? Dachtest du, ich schließe mich in mein Zimmer ein und weine der Vergangenheit hinterher? Das Reiten ist mein Leben. Wenn ich nicht wieder im Sattel steige, hat Daku gewonnen. Wenn ich mir das nur immer wieder sage, werde ich es irgendwann auch glauben. Stimmt's? Tada! Das hilft dir alle. So cute. Ich kann im Moment einfach nicht in Vale sein. Die Druiden, all die anderen, es ist erdrückend. Ich brauche etwas, das auf mich konzentrieren. Warte mal, ich brauche etwas, auf das ich mich konzentrieren kann. Etwas anders, als mir zu überlegen, in wie vielen Teile ich da kurz hacke, wenn ich in die Finger kriege. Oha! Das Spiel ist für Kinder. Rennen starten. Ja, Okay. du musst die mithalten. Also Genau. sprichst du sie besiegen. Diese Musik, ey. Ja, muss ich lang. Ah, da muss ich lang. Da muss ich lang. Frag mich auch gerade, wo muss ich lang? Ach, da. Rechts. Du musst einfach, du reitest jetzt gerade Richtung Kuppelinsel. Ich glaube, das ist auch von diesen einen Jorvik-Band, die dazu kam. Wir reiten Diese jetzt. mit den Ja. Skelettmasken, keine Ahnung, die mich Ja, an Gold genau. erinnern. Leute, ich weiß gerade, ich kann euch gerade nicht sagen, wo wir gerade hinreiten. Wir reiten gerade Wir irgendwie. reiten. Jetzt gerade sind wir im Steilbachs-Café. Oh, warte. Ah, guck da was. Irgendwie. Was ist ein Wir Teufel? sagen euch, wir sagen euch, wo wir sind, wenn wir angekommen sind. Ja. Einmal durch die Pferdemenge reiten. Wow, Spam das Foto kaputt machen. Das ist so. Gut gemacht, Lilith. Welches Café war der? Wir reiten jetzt gerade ins Grünteil rein. Ah, da hinten. Okay. Also Richtung Wallfall. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, doch, durchs Grünteil geht's jetzt, glaube ich, gleich. Lass mal nach Wallfall ist fahren. Also, Ist echt so. wie weit geht's Komm. denn schon noch rein mit dem Wettrennen, ey?
Wenn das nicht wollen, wir reiten. Dann reiten wir bis zum Zirkus oder sowas. Komm, wir gehen Idris besuchen. Nein! Jetzt geht's durchs Grüntal. Also nicht nach Wolfhall, irgendwo anders hin. Ich habe das Gefühl, die Musik hört man sich einfach gerade so in einer gewissen Jugendphase ist. Billie Eilish schon. Ja, du bist beim Dings, ist das es. Das ist Lisa. Ja. Wow, ich habe mich mal wieder irgendwo reingebackt, geil. Wo bist du? Ich hänge auf der Mauer fest im Wolfhall in. Gib schneller! Gib schneller, gib alles schneller, du Feigling! Ach da! Ganz ruhig, Anna. Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Hi! Wieso lasst ihr mich nicht in Ruhe? Hi! Weil wir eine Schwesternschaft sind. Sind wir das? Immer. Okay. Ich würde dich und Elena schlagen, wenn ich Concord hätte. Klar würdest du das. Hauptsache. Lass Anna doch einen Wettkampf daraus machen, mit der Situation klarzukommen. Ihre Art ist doch einer der Gründe, warum wir sie lieben. Was muss ich die Musik hier aber wieder leiser machen? Dann lese ich jetzt weiter. Warte, so. Ja. Bevor du auf Javik aufgetaucht bist, Liana, hatte der Zusammenhalt der Soul Rider nachgelassen. Alle zu retten hat uns einander wieder näher gebracht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, als würden uns Welten trennen. Finde Lindas Wohnung in Jalaheim. Das Schicksal hat uns zusammengebracht. Es hat uns aber nicht oft zu Freunden gemacht. Du hast recht, darum müssen wir uns selbst kümmern. Ich war am Anfang ziemlich uneinsichtig, nicht? Ein bisschen wie unser Gayman hier. Es ist so leicht, mit einem Pferd zusammen einfach ich selbst zu sein, wenn es doch genauso einfach wäre, als mit einem anderen Menschen zu teilen. Ich höre mich sicher an, als wäre ich verrückt. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das klingt gar nicht verrückt. Freundschaft kann schwer sein. Es sei einfach du selbst, Anne. Was nehme ich denn? Mit dem Freundschaft kann schwer sein. Ja. Ist auch so. Ja. Das kann sie wirklich. Dabei fällt mir ein, weißt du, wann ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir vier wirklich zu einer Schwesternschaft geworden sind? Oder hast du was anderes verstehen? Das war das Gleiche. Ich habe das Gleiche genommen. Okay. Beim Lichtritt? Ja, und es ist wieder soweit. Was ist der Lichtritt? Die Dumme in der Runde, was ist der Lichtritt? Oh, ich vergesse manchmal, dass du noch nicht so lange auf Jorvik lebst wie wir. Es ist eine jorvikische Tradition. Alle reiten während des Aydin-Festivals nachts in die Wälder um Golden Hills, um den Segen der Göttin zu empfangen. Wir sollten unbedingt wieder an dem Ritt teilnehmen. Ein Lichtritt Wiedersehenstreffen. Und dieses Mal kann Iliana dabei sein. Was denkst du? Das fände ich super, hab ich. Das fände ich super! Ich auch. Ich brauche das gerade. Wir alle. Ich freue mich so drauf, dass wir den Lichtritt zusammen machen. Der Ritt startet heute Abend am Goldblattstall. Ich würde den anderen einfach eine Nachricht schreiben. Aber ein so besonderes Ereignis verlangt nach einem persönlichen Gespräch. Iliana, könntest du Linda und Alex Bescheid sagen? Ich glaube, Linda ist wieder in Jalaheim. Du kannst jetzt zu Hause nicht verfehlen. Halte einfach nach einem Haus Ausschau, von dem ein mürrisches, altes, kastanienbraunes Pferd kracht. Oh, lol. Und wenn du Concord siehst, sagt ihr, dass das eine Pflichtveranstaltung ist. Oh, ja. Gut, ab nach Jalaheim. Ja, tschüss. Ein mürrisches altes kastanienbraunes Pferd. Krass, Alter. Concord ist doch gar nicht. Concord. Die Ohr ist doch gar nicht mürrisch. Nach Jalaheim. Jalaheim, ne? Jala. Jetzt gucken wir uns an, wie Linda wohnt. Den ersten Soul Rider, deren Zuhause wir sehen. Das ist der schlauste Weg nach Jalaheim. Transporter! Tessa, so Transporter! Nö, ich laufe durchs Grüntal. Ich bin Transporter.
Ja, und sie zwingt mich mitzukommen. Nö, sie schnell. Cinnamon hat keine Lust, schnell zu sein. Na, mein Fett hat einen Smiley. Endlich. Endlich? Ich hab's vorbereitet darauf, auf diesen Tag. Nachdem Silja die Pferde jahrelang hungern lassen hat. Jahrelang ist übertrieben. Oh, hier hab ich eine Quest. Ich bin mal gespannt. Oh, so hübsch. Also, warte mal, müssen wir hier hoch? Kann das vielleicht sein? Ja, du musst hoch. Ich hab's gefunden. Ganz hoch oder? Ja. Ja, aber nicht auf die Mauer halt, ne? Nee, das ist jetzt nicht. Da ist er doch! Bitte, oh! Schön, dass du vorbeikommst, Iliana. Wenn du zu Linda möchtest, lass doch Sapphire Beauty einfach bei Concord und mir. Hier gibt es genug Gras. Wenn du reichlich Äpfel mitgebracht hast, wäre das natürlich noch besser. Bist du auch schon da, Pia? Ja, Pia ist gerade gespawnt bei mir. Ah, seid ihr. Linda ist drin. Ich habe ihr gesagt, dass du kommst. Geh einfach rein. Bunyala. Suche Linda in ihrem Zimmer. Okay. Siehst du uns auf der... Was ist ein Gefäß? So gut. Du musst rechts daneben. In das Haus. Bitte, das Haus hat nur einen Raum. Nein, oh mein Gott, ist das hübsch, das Zimmer. Oh ja, Oxford University. Ich möchte auch sowas haben, so eine Sitzecke, wo sie... Guck mal, die hat ein Plüschi. Und jetzt sogar das Einhorn-Plüschi. Und da ist sogar ein Concord-Plüschi. Tessa, wo bist du? Ich fühle mich allein. Oh mein Gott. Ich stehe jetzt und da. Da ist ein grüner Token. Ja, ich bin da auch an der Stelle. Und da oben ist ein blauer Token. Und da ist ein Meteor-Plüsch. Ja. Boah, hier ist eine Tessa. Oh, eine Tessa. Und neben ihrem Bett hat sie ein Bild von Meteor. Und hat ihre Katze, ihre schwarze. Ich hab einen Fuchs. Oh. Dir ja? Ja? Lindas Katze hat auch eine... Lindas Katze. Die Katze hat auch einen weißen Fleck auf der Brust. Ja. Zufall? Ich denke nicht. Glaube ich auch nicht. Oh mein Gott! Das ist voll schön. Kann ich hier einziehen? Das ist mein Zimmer jetzt, ne? Und das ist ihr erstes Zimmer. Das ist echt so. Ja gut, dann lass mal weiter. Raus aus meinem Zimmer. Iliana, wie schön, dass du vorbeikommst. Willkommen in meiner Höhle. Oder sie hat eine Höhle. Oh, hallo! Hallo ihr beiden! Hallo! Das ist gar nicht Pia. Das ist was anderes. Da ist Pia! Das ist Pia. Vor allem, das ist was anderes. Du warst noch nie in meinem Zimmer, oder? Ich wohne hier mit meiner Tante und meiner Katze Misty. Sieh dich ruhig um. Nein, die heißt nicht Misty, die heißt Rave. Sieh dir die Dinge in Lindas Zimmer an. Okay. Oh, es glitzert! Okay, jetzt haben wir alle unterschiedliche Sachen. Soll ich meins einfach jetzt vorlesen, oder? Ja, Mama. Meine Eltern sind beide Lehrer in Oxford. Sie hoffen, dass ich dort studieren werde. Aber im Moment kann ich mich nicht damit auseinandersetzen. Okay. Meine Familie, Mama, Papa, Nanny und ich, wir sind eine kleine Familie. Aber außer du zählst die Cousinen und Cousins mit. Die Familientreffen in England sind eine ganz schöne Veranstaltung. Warte, was hast du da daneben gemacht, ne? Weiß ich gar nicht. Ich habe das Bild auf dem Schreibtisch angeklickt. Oh. Ich liebe die Knights of Eunice Trier. Wen findest du am besten? Ich, Pearl. Oh, wartet mal Peach kurz. Peach ist anscheinend auch. Achso, das ist Pine Hill Manor. Herr Sensbrattes Anwesen. Der gruseligste Ort, an dem ich je war. Noch gruseliger als der Kesselsumpf. Mein erster Preis im Springreiten. Immer wenn ich ihn sehe, werde ich daran erinnert, dass harte Arbeit sich auszahlt. Meine Familie kommt aus Punjab. Wir haben Pakistan verlassen, als ich noch ein kleines Kind war. Die meisten entfernten Familienmitglieder leben jetzt in England. Nur Mama und Papa waren die schrägsten Vögel, die nach Jorvik ausgewandert sind. Zumindest bis ich in der Highschool war. Oh, da kommt jetzt was Interessantes hinter uns. Das ist Pine Hill Manor. Herr, das hatte ich schon. Ja, ich verrate nicht dabei. Mr. Sandspringers Anwesen, der gruseligste Ort. Gruseliger ist ein Kesselsumpf. Ist da noch... Das hast du auch vorgelesen.
Haben wir jetzt wieder alles? Also bei mir glitzert nichts mehr. Ja, bin auch durch. Doch, ich hab noch. Moment. Okay, das ist das mit Pearl. Ja, jetzt hab ich auch alles. Gut. Aber Pinehill Männer macht mir keine Angst mehr. Wo bist du hin? Ich stehe neben dir. Hey, bei mir ist gerade einfach disappeared. Jana, kann ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Etwas, das nicht einmal die anderen Soulrider wissen? Boah, ja, schick los. Hör dir Lindas Geschichte an. Ich glaube nicht an Monster. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Wer bist du? Was hast du mit Linda gemacht? Das nehme ich. Ne, ich nehme das Erste. Okay, dann willst du zuerst? Okay, vielleicht fehlt da etwas der Kontext. Schließlich laufen wir ständig seinen Kreaturen über den Weg. Das hatte ich auch, okay. Was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht glaube, dass alles immer nur schwarz oder weiß ist. Niemand ist durch und durch böse, nicht mal Herr Sands. Aber als ich in Pinehill Manor war, habe ich etwas über den Mann hinter dem Monster erfahren. Lange bevor er Dracor gründete, mehr als 100 Jahre früher, war John Sands ein junger Mann, der unsterblich in das Mädchen seiner Träume verliebt war. Oh. Rosalinda. Er war verrückt nach ihr. Sie liebte Bücher, hat viele Fragen gestellt und hätte sie gern einmal kennengelernt. Leider fehlte den Menschen ihre Zeit, die Begeisterung für clevere Mädchen, die auf der Suche nach Antworten auf die Geheimnisse des Lebens waren. Rosalinda wurde von einer Vereinigung namens Sechster Hammer als Hexe verbrannt. Das hat Herr Sands das Herz gebrochen. Die Lücke, die Rosalinda zurückließ, erlaubte es Garnock in sein Leben einzudringen. Oi. Nichts davon entschuldigt, was Herr Sands in seinem Garnock-Wahn getan hat. Aber trotzdem kann ich ihn nicht hassen. Ja, true. Das ist eine sehr reife Einstellung. Du bist naiv, Monster sind real und wir müssen sie aufhalten. Ich nehme das Untere! Ich nehme das Obere. Ich habe jetzt da stehen, ich wusste, dass du es verstehen würdest. Ich habe nie gesagt, dass wir ihn nicht aufhalten sollen, weißt du? Ach, schon gut, vergiss es einfach. Oh, Lea, voll abserviert. Richtig abserviert, Mann. Mir egal, Monster nein. Hin oder her. Naja, ich nehme nicht an, dass du den ganzen Tag nach Jarlaheim gekommen bist, um dir Geschichten über Herrn Sands traurige Vergangenheit anzuhören. Was hat dich hergeführt? Hallo? Ich möchte das anklicken. Danke. Dieser Treffen veranstalten, da bin ich dabei. Ich brauche kein besonderes Ereignis als Grund, um mit meinen Freunden auszureiten. Schon gar nicht zu dieser Jahreszeit in Grönhills. Ich wünschte, ich hätte vorausgeplant. Dann könnte ich meine traditionelle Jorvikische Reitkleidung tragen. Viele Leute kleiden sich für den Lichtritt traditionell, haben sie zumindest früher. Sie erwähnt, dass sie bei ihrem Bruder in Fort Pinter vorbeisehen wollen. Leckt es bei euch auch so? Oh, Pia, das ist so süß! Wir sehen uns im Goldblattstall. Geh nach. Oh, es leckt bei mir, okay. Ich hab nichts gehört. Warte mal, wo sollen wir jetzt hin? Was sagt die Quest? Nach Fort Pinter, um Alex zu finden. Okay. Weil Alex Fort Pinter? Weil Alex ihren Bruder besucht. Wir treffen uns in Fort Pinter, Tessa. Und wir seien ja. Bürgermeister Pinter. Leckedi, leck, leck, leck. Bürgermeister Peanut ist so cute. Cuter Bürgermeister Peanut. Er hat keinen Hut mehr auf. Vor der Pinta. Aber das Set, das Walkie-Talkie hat, glaube ich, noch im Ohr. Ja, das hat er. Aber der Zylinder hat er halt, weil der Kracher, Mann. Und mit dem weg. Weil Mr. Sands ist aber auch interessant. Alter! Oh, wo sind die denn jetzt? Wo sind die denn jetzt? Das bestätigt ja dann, dass Mr. Sands ja, zumindest Mr. Sands dann noch ein normaler Mensch war. Tja. Oh, das Tinkern. Er ist so cute und flauschig. Ja, das stimmt, da steht er. Seid ihr schon da? Jetzt bin ich da. Pia, bist du da? Ich komme. Dann warten wir noch kurz auf Pia allein. Wohin musst du dir? Fort Pinter!
Ja, wo in Fort Pinter? Vor die Disco. Vom Disco, genau. Ja, doch, da ist ich leer. Ich würde schon sagen, weil da war ich gerade, aber Lea war nicht da. Ja, wir sind rausgefaced. Also ich bin zumindest wieder rausgefaced. Nee, Lea. Ich sehe ja noch. Ich hab die Quest noch nicht abgegeben. Ich hab die auch noch nicht abgegeben. Hm. Kleine cute Pia. La 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 la. Klein. So, es wird noch Tessa. La la la. Nächste Woche kommt das Weihnachtsfest nach Norwegen. Okay. Ja. Hallo Pizzabote. Witzig. Du bist nicht der Pizzabote. Ach wirklich, Alex? Ach wirklich? Ist die Pizza schon da? So ein typischer Toni-Spruch. Ist die Pizza schon da? Essen! Nein, es ist nur Iliana. Du bist nicht zufällig nebenberuflich als berittener Pizzabote für Pizza Pony tätig, oder, Iliana? Das würde doch zu dir passen. Lol. Nice. Was willst du damit sagen? Nein, aber falls sie wen brauchen, bin ich dabei. Ich war das Erste. Ich war das Zweite. Ich glaube, du hättest stehen, entspann dich, Iliana. Das war doch nur ein Scherz, weil du doch öfter mal komische Jobs annimmst, wo wir gerade von komischen Jobs sprechen. Ja, das stimmt. Gut. Sag mir bitte nicht, dass du hier bist, damit ich bei irgendeiner dringenden Druidenkrise helfe. Im wahrsten des Wortes gesprochen, denke ich, dass die Bewahrer-IDs die Stellung noch eine Weile ohne mich halten können. Nicht steht im Flammen, soweit ich weiß. Bis jetzt, sag ich. Ich nehme wieder. Sagen wir einfach, man sollte mit Kerzen in der Nähe von Druiden roben. Bei mir steht gut, denn mir gefällt dieser Kein-Drama-Lama-Phase ganz gut. Kein-Drama-Lama-Problem-Lama-Lama. Okay. Also warum bist du hier? Die anderen Zollreiter planen ein Lichtritt-Wiedersehenstreffen. Der Lichtritt? Es ist wohl schon wieder soweit, was? Ich würde mich euch dringend liebend gern anschließen, aber ich weiß nicht, ob ich Tinkern von Bürgermeister Peanut wegzahle. War nicht. Als Bürgermeister befehle ich dir, in die Disco zu galoppieren und zu zeigen, was du drauf hast. Tanzbauer! Wir machen dir nicht mit, Alex. Wenn ich noch eine Minute länger mit hier bleibe, werde ich deinem Bruder beißen. Das schwöre ich. Das ist dein Pferd! Bleib mit deinen Zähnen von mir weg. Ich meine von meinem Minister. Sicherheitsdienst. Hilfe! Oh, voll cute, was? Okay, dann also Lichtritt nach der Pizza. Boah. Hallo? Müsst ihr das wieder lesen? Kann ich machen. Gut. Der Lichtritt beginnt am Goldblattstall, richtig? Tinkern und ich treffen euch dort, sobald ich meinen kleinen Bruder aus Tinkerns Maul befreit habe. Das wird super. Dein erster Lichtritt. Warte nur, bis du die Flamme von Jor findest. Eine Erfahrung, die dein Leben verändern wird, Iliana. Triff Lisa und die anderen am Goldblattstall. Machen wir. Auf zum Stall. Auf zum Stall. Auf zum Stall. Jetzt geht's los. Und nächste Woche kommt das Winterdorf. Das jetzt geht's los. Das wunderschöne Winterdorf. Schalalalala. Gold, das Gold, Gold. Bitte. Goldblatt, der Goldblattstall, Goldblattstall. Golden Hits Valley Stall. Da, Golden. Da. 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 Nächste Woche kommt das Winterdorf. Ja. Das Winterdorf. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Ja. Komm nicht hoch. Es lädt, da bin ich. So, da stehen sie auch alle. Oh, guck mal, der Transporter steht jetzt hier. Ich hab das noch nicht so oft lange angeguckt gehabt. Ja, es ist auch alles neu. Also ich stehe jetzt schon mal vor Lisa und Co. Oh, guck mal, das... Da war der Leck, was ist? Ein Jovic Ranger Auto steht da hinten. Ach ja, stimmt. Das war ein schönes Auto, das ist hübsch. Haben sie gut gemacht, das Auto. Passend dazu, dass der Lichtritt am Abend ist. Tessa ist nicht mehr da. Hä? Folgst du uns noch, oder? Wo seid ihr denn? Goldblattstahl. Mhm.
Wieso sind Tinkans Züge gekreuzt? Oh ne, die baggen so komisch im Hals. Die baggen nur so ein bisschen. So. Alle da, die Quests haben? Ich weiß nicht, ob Pia da ist. Pia? Ja. Bist du da? Bist du auch ja. am Goldblattstall? Okay. Ja. Gut, dann können wir. Scheinbar sind alle da. Ich bin so gespannt darauf, den Lichtritt wieder mitzuerleben. Das wird toll. Moment mal, da fehlt noch jemand. Suche die Goldblattinsel nach kleinen Concord ab. Wo ist Concord? Sie ist nicht hergekommen. Doch, sie kam mit Meteoren mir. Wir würden sie niemals zurücklassen. Super, ich wusste, wir hätten sie im Warwickstall lassen sollen. Das ist hier kein Ort für ein Fohlen. Sie ist kein gewöhnliches Fohlen. Sie ist eine Sternenrasse. Dein Zollpferd, Anne. Du spürst noch immer die Verbindung, die entstanden ist, als das Schicksal euch zusammenbrachte, nicht wahr? Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn das nicht täte. Vielleicht ist sie davongelaufen, weil sie nichts gespürt hat. Wäre sinnvoller, wenn ich mich darauf konzentrieren würde, eine Verbindung mit Ganymed hier aufzubauen. Sag sowas nicht. Noch nicht. Lass uns erst diesen Ritt beenden. Vielleicht wird Aldin uns weiterhelfen. In Ordnung, aber zuerst müssen wir die kleine Unruhestifterin finden. Die ist doch so süß. Das wäre mein kleiner Frechdachs. Die ist irgendwo am Strand. Reiten wir mal hin. Sicher nicht hinterm Haus. Nachher ist sie. Trigger, sie ist hinterm Haus. Da hinten rennt sie. Oh mein Gott. Ich krieg dich. Ja, ist das sie? Ich hab sie! Ja, sie folgt uns. Komm mit. Oh, sie ist so niedlich. Okay, wir müssen langsam mal laufen. Jetzt kommt sie nicht hinterher. Mit ihren kurzen Stummelbeinchen. Wenn man auch in so einen Arbeitsgalopp hinterher geht. So hoppel, hoppel, hopp. Kein Arbeitsgalopp. Das ist ein Zustand, was sie da läuft, Mann. Ein Zustand. Tut mir leid. Aber es ist süß. Oh mein Gott. Da müssen wir im Schritt laufen. Ich versuche gerade schon zu traben. Dauert nur 200 Jahre, bis wir dann da sind, ne? Die kann wie Skyrim die Berge hochlatschen. Die Pferde in Skyrim. Da so 90 Grad Wände hoch. Oh Gott. Drei Stunden später. Da, hab's. Das ist schön. Ich trabe jetzt auch mal. Na komm, ich galoppiere. Ich trabe. Ich galoppiere. Ich raste von. Da, ich bin wieder da. Pia, bist du auch da? Ich komme. Gut. Oh, Concord ist so niedlich. Hier schreibt gerade eine: Hey, Globi, ich suche eine Beziehung. Bin Girl, aber Boy kann man in SSO sein oder auch nicht. Fuck. Was? nein, dazu sage ich jetzt nichts. Was ist denn bei ihr verkehrt? Ja, ne? Vor allem Boy mit U geschrieben. Boy. 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 Ihr könnt lesen. Okay, da bist du ja. Ich wünschte, ich wüsste, was in deinem flauschigen Kopf vorgeht. Sie ist so cute. So niedlich. Danke für deine Hilfe, dabei Concord zu finden. Oder plöpp mal auf. Ah! Ich kann sie nicht anklicken. Jetzt. Du warst noch nie auf einem Lichtritt, oder, Elena? Ich sehe noch mehr Anfänger und ein paar Veteranen aus vergangenen Ritten. Sprich mit den anderen Reitern am Goldblattstall. Sprich mit Lisa, wenn du bereit bist, weiterzumachen. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir mit allen da reden. Also ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu den Jovik Rangern, ne? Oh Leute, ich gehe jetzt mal vor die andere Richtung. Okay. Ja, egal. Dann können wir uns ja gegenseitig lesen, müssen wir vielleicht noch durchklicken. Was ich über den Lichttritt denke, die Legende von Aldin sind schöne Geschichten. Für ein Lagerfeuer reicht das nicht? Ob du den Legenden glaubst oder nicht, die Runensteine und Schnitzereien entlang der Strecke sind geschützte historische Stätten. Hinterlasse nur Hufabdrücke. Nimm nur Erinnerungen mit. Okay. Glaubst du, Aldins Geschenk wirkt auf Trucks genauso wie auf Pferde? Mhm. Oh, okay.
bin bei dem Bobcat. Ich weiß nicht, ob es noch mehr NPCs gibt. Ja, es gibt. Ja, es gibt hier noch die Emma, die Luisa und die Dings. Luisa? Ja, hier die mit dem schwarzen Lusitano. Ja, das heißt aber. Ich weiß nicht mehr, wie hier sie ist. Ich bin auf jeden Fall bei den Bobcats. Dann lest mal die Bobcats vor. Von. Ach, ich habe ihren Namen wieder vergessen. Egal. Die Blonde. Ob ich an die Loretta. Legende. Genau, an die Legende glaube. Ha! Ist das dein Ernst, Elena? Der einzige Grund, warum ich am Lichtritt teilnehme, ist, dass Mädchen, die mitmachen, doppelt so hohe Chancen haben, es im Finale der Dressurreiten zu schaffen. Das ist kein Hokuspokus, das ist Wissenschaft. Ich glaube, dass wir sind nicht dafür gemacht, die Göttin zu verstehen, aber ich glaube daran. Ich habe den Lichtritt schon zweimal gemacht, aber auch wenn ich daran glauben möchte, hatte ich keinerlei mystische Erlebnisse dabei. Glaubst du, heute Nacht werde ich endlich Aidins Flüstern hören? Was das? Ja, es war von den Bobcats. Ich bin bei Emma. Ach, du bist bei Emma, ja, dann bist du Emma. Ich habe immer daran gezweifelt, dass es Aidins Geschenk wirklich gibt. Aber dann habe... Geschenk. Doch, da steht Geschenk. Wirklich ja. Gibt. Aber dann habe ich... Muddy gefunden. Muddy. Muddy? Muddy? Ja, Muddy. Muddy. Aber Muddy wird mit A geschrieben. Nein, Muddy wegen Matt, glaube ich. Ja. Echt jetzt? Niemand hat mich je zuvor so gut verstanden, weil ich fand es echt lustig bei der, warum die den Muddy nennt. Matt Skipper. Sirio und ich haben unsere Bindung aufgebaut, bevor wir nach Jorvik kamen, falls Aidins Geschenk mehr als nur ein Mythos ist, kann es sich nicht nur auf Jorvik beschränken. Ich bin auf die Flammen von Jor gespannt. Jeder, der schon einmal mitgeritten ist, sagt, es wäre eine lebensverändernde Erfahrung, sie zu finden. Okay. Ich habe viel für Märchen übrig, aber ich stehe auf einen schönen Trailritt mit Freunden. Und im Tal von Golden Hills gibt es die besten Strecken. So, jetzt müssen wir die Bobcats anklicken, die sind da hinten. Wo sind die Bobcats da hinten? Nee, das sind gar nicht Bobcats, das sind die Bulldogs. Natürlich glaube ich an die Aidin-Legende, aber sie ist nicht aus dem Meer gekommen. Sie kam mit einem UFO, das auf der Insel abgestürzt ist. Die Regierung will es geheim halten, aber es ist wahr, ich habe das UFO mit eigenen Augen gesehen. Du hast schon einmal von der Kutsche der Götter gehört, oder? Uralte Aliens mit Pferden, damit ist ja wohl alles gesagt. Ich liebe den Lichtritt. Ich habe immer die traditionelle Kleidung angezogen, aber heutzutage scheint keiner mehr in der Stimmung dafür zu sein. Aber auch ohne Kostüm ist es eines meiner liebsten Ereignisse im Jahr. Okay. Jetzt muss ich die Bobcats noch anbubbeln. Oh, ich warte vor Lisa. Ich gehe dann, aber es macht wenig Sinn, wenn man euch nicht sehen kann. Okay. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich die Quest bis heute gemacht, aber ich wusste es nicht. Du hättest sie vorhin in 5 Minuten machen können. Ja, wusste ich nicht. Und als du sagtest, ich bin fertig, du bist ja einfach abgehauen, sorry. Habe ich aber vorher gesagt. Ja, ist ja nicht schlimm. Nicht wirklich. Dann brauchst du mich ja nicht so anmachen. Kinder, benehmt euch. Rennt ja nicht weg, die Quest. So. Ja, ich bin jetzt wieder bei Lisa. Bist du auch wieder bei Lisa Pia? Ja. Okay. Dann darfst du, Niki. Ah, komm, lass dich anklickern. Schön, dass du wieder da bist. Der Ritt fängt bald an, aber zuerst sagt der Zeremonienmeister ein paar Dinge zur Tradition. Wer wird wohl dieses Jahr der Redner sein? Dino, da ist Hermann. Da muss ich anklicken. Sprich mit Linda. Danach, okay. Danke, Karin, dass du die Festivitäten vor dem Ritt hier am Goldblattstall ausrichtest. Und danke an unsere, dass sie heute Nacht auf uns Nun also, der Lichtritt. Wir haben alle Geschichten über Aidin gehört, darüber, wie sie die Flamme von Jor herbrachte und diese Insel ihre ersten Schritte an genau dieser Küste. Ob man daran glaubt oder nicht, niemand kann auf die
die Präsenz von etwas Uraltem und Wunderschönem um sich herum zu spüren. Natürlich ist Aidins größtes Vermächtnis ihr Geschenk, die Bindung zwischen einem Pferd und seinem Reiter, der nichts anderes auf der natürlichen Welt gleicht. Diese Bindung ist mehr als nur ein Verhältnis. Verständnis. Verhältnis, das gute Verhältnis, wir kennen es nicht. Also nur ein Verständnis zwischen zwei Spezies. In ihrer reinsten Form ist sie das Zusammenkommen zweier Seelen in perfekter Harmonie. Der Rest der Welt belächelt Jorvik und seine pferdeverrückten Bewohner. Diese Bindung existiert nur in euren Köpfen, sagen sie. Aber wir wissen, dass sie nicht nur in unseren Köpfen ist. Sie ist hier, in unseren Herzen, und wir wissen, dass sie kein Märchen ist. Heute Abend auf dem Lichtritt, während ihr den Trail abreitet, der an Aidins Ankunft auf Jorvik erinnern soll, könnt ihr darüber nachdenken, was dieses Geschenk für euch bedeutet. Die Bindung gibt uns Stärke. Ihr Licht gibt uns Hoffnung. Das ist Aidins Vermächtnis. Wozu wollt ihr es nutzen? Und das war genug Gequatsche eines alten Mannes. Der Ritt heute Abend ist für euch Mädchen. Viel Spaß, passt auf euch auf und möge Aidin euren Weg erleuchten. Yeah! So. Wie kommt auch da hinten, steht sogar ganz alleine. Stimmt. Willst du lesen? Soll ich? Ja. Hey, kann ich kurz mit dir reden? Was? Kann ich kurz mit dir sprechen? Ja! Bevor wir losreiten, das ist wichtig. Linda, Elena, kommt ihr jetzt? Haltet ihr schon mal vor, Elena, und ich hole euch gleich ein. Nachdem du bei mir warst, hatte ich eine Vision über diesen Ritt. Keine Spoiler, bitte! Aber ich nehme was für eine Vision. Was nehmt ihr? Ich nehme keine Spoiler, bitte. Okay. Dann siehst du erstmal vor. Elena, ich mein's ernst. Das war nicht einfach nur eine Vorahnung. Es ging um dich. Und irgendwie um nicht dich. Es war seltsam. Ich habe dich gesehen, Elena, aber du warst es nicht. Jo. Ich habe doch nicht ich. Ich weiß, das klingt komisch. Visionen sind selten so klar, wie man sie gerne hätte. Aber ich bin mir sicher, so sicher wie der Mond rund ist, dass du ein großer Gefahr schwebst, Elena. Das Verhältnis und Hör auf das Echo. Du hast so viel Zeit mit Idris verbracht. Das ist deins, das darfst du nehmen. Ja. Was soll ich denn nehmen? Bitte wirf meine Vision nicht mit einem Theater in einem Topf, so rätselhaft sie auch sein mag. Meine Vision hat etwas zu bedeuten. Ich weiß es nicht. Das ist einfach die Botschaft, die dieses Du, die nicht du ist, dir überbringen wollte. Alter. Ich glaube, du wirst verstehen, was das alles bedeutet, wenn die Zeit gekommen ist. Oh. Du hast halt so viel Zeit mit Idris verbracht, das musst du einfach du nehmen. Sei vorsichtig, Elena, okay? Dieser Lichttrieb wird schicksalsträchtig, besonders für dich. Wir sollten besser zu den anderen aufholen. Der Trail beginnt direkt auf der anderen Seite des Wassers. Folg mir. Ja, oder sind wir ausgefaced? Ja, aber das ist auch besser so. Ja, stimmt, aber... Sonst könnten sie eigentlich bei jeder Story-Quest machen, dass die Leute rausgefaced werden. Ja, also bei Story-Quest auf jeden Fall. Ja, nur bei Story-Quest, das reicht ja schon. Oh, das ist weg. Da hat sie kurz aufgeleckt. Geil. Ja, jetzt die ganzen kleinen Kiddies machen das jetzt halt auch, ne? Weil jetzt sind zu Hause, haben jetzt ihre Hausaufgaben fertig, haben gegessen und so ein Kram. Ja, wenn die das nicht schon am frühen Vormittag gemacht haben. Ja. Ich bin bei Lisa angekommen. Und ihr? Na, ich bin jetzt auch angekommen bei ihr. Ja. Nice, ich mach mal hier kurz ein Foto. So. Ach nee, Alex müssen wir sprechen. Schön, dass ihr Spaßvögel auch euch uns endlich anschließt. Mach dich bereit, Elena. Unser Weg ist dunkel und voller Schrecken. Ich mache nur Spaß, wir müssen nur den Hügel rauf. Ersten Stopp.
Wie anonym wir das gleiche Pferd haben. Machst ich wollte so, dass wir alle diesen Ritt noch einmal zusammen machen. Und jetzt, wo Ilyana dabei ist, ist es noch viel schöner. Könnt ihr euch vorstellen, dass... Ja, das war zu schnell. Das war echt zu schnell. Das stimmt, damals war... Oh, Leute, ist okay. Also es war nicht so, dass, als hätten wir nicht absichtlich versucht, Schwierigkeiten zu machen. Nochmal, du vielleicht, Lisa, ich bin... Normal, vielleicht, Lisa, ich bin ein bisschen vielleicht unnormal. Das ist zu schnell. Das geht zu schnell. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass wir drei mit dazu gedrängt haben. Schwestern, schafft ihr. Das ist zu schnell. Wenn man das so hört, ne? Vielleicht rappen die ja auch. Aber ich hab's gerade ja aufgenommen, Leute. Wir können ja auf Stopp drücken. Ja. Ja, eben. Bist du nicht auch froh, dass du uns getroffen hast, Ilyana? Ja, bitte redet nicht so schnell. An den meisten Tagen ja schon. Jetzt hat sich Linda wenigstens mal Zeit gelassen. Alter, ja. Hat mit die Ohren fetten Schweif. Der ist sehr plüschig. Aber Tinker hat auch ein plüschig. Die haben alle plüschige Schweife. Mann, also haben die einen Schritt drauf. Ja, ne? Weißt du, ich nerv Tinker, der stockt die ganze Zeit. Nee? Doch, doch. Nee, bei mir kein. Nur Tinkern. Und der Rest, das leidet mehr als alles andere. Das sieht so. So, Tinkern stockt bei mir aber auch. Bei mir stocken sie alle irgendwie. Ganz komisch, naja, egal. War die Musik dabei auch? Hm. Die Runensteine leuchten. Hm. Oh, jetzt bangen sie im Stein. Im Stein. Nein, nur Lisa. Lisa. Jetzt ist es wieder weg. Oh, der weg. So, wieder. Boah, hier ist es. Hoffen wir, dass da schon hungrig ist, Ilyana. Es ist Zeit für Klee. Sag mal, einige Handvoll Jorvik-Klee und füttere ihn an dein Pferd. Ja, der Lichttritt bis... Weit in die Nacht hinein dauert es Tradition, an diese Dichtung zu halten und Jorvik-Klee für unsere Pferde zu pflücken. Das hilft ihnen während des Ritts, der vor ihnen liegt, frisch und wach zu bleiben. Okay, machen wir doch. Klee, Klee, Klee. Oh. Voll süß die Tradition. Hm. Na, schmeckt es... so süß, wie du es in Erinnerung hast, hat es da schein. Kommt schon alle wieder zurück. Mhm. Wie so 7 Klee und die so nur eine Handvoll Klee. Ist auf, Genjet. Ein langer Ritt bevor. Ja! Du magst die Roten, was? Genau wie ein Concord. Er konnte nicht genug davon bekommen. Ja! Oh, friss ruhig, doch etwas mehr. Du musst schließlich auch noch wachsen. Oh, Anne. War gerade etwas gemein. Oh, ich habe ein 5-blättriges Kleeblatt gefunden. Ich wette, Idris tauscht mir das... mir das gegen ein paar magische Bohnen oder sowas ein. Mampf. Hey! Köstlich! Gut gemacht, Tinkern. Gut gemacht. Gibt kein Klee für Idris. Das ist sowas wie Katzenminze, aber für Pferde, nicht wahr, Meteor? Meteor. Nom, 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 nom. Meteor, du solltest nur einen Haps bekommen. Du beeilst dich besser und pflückst etwas Klee für Starshine, bevor Meteor die ganze Lichtung abgrast. Ich beeil mich jetzt schon. Ich prügel mich damit Meteor auf der Wiese. Gespannt, wer gewinnt. Ja, Meteor. Das glaube ich auch. Ist die Concorde, die ich kannte, noch da drin? Ach, du gibst jetzt die Quest ab, ne? Ja. Ja. Ich bin auch soweit. Wir sollten wohl wieder aufsitzen und weiterreiten, wenn die Flamme von Jor finden wollen. Seid ihr bereit? Ich wollte aber mein Pferd füttern.
Wie Hermann in seiner Rede am Anfang gesagt hat, der Lichttritt folgt der legendären ersten Schritten, die Aydin auf diese Insel gemacht hat. Aber das Highlight ist der Moment, wenn wir durch Aydins Flüstern reiten. In der Schlucht zwischen den Bergen. Das heißt, dass die Göttin dort den spricht, die verirrt haben. Und danach finden die, die würdig sind, buh, die Flamme von Yor! Komm wieder runter, Alex, du übertreibst es. Los geht's. War das jetzt gerade gut? Hätte so leer sein können. Immer nur ein bisschen. Hast du während des letzten Rekords gehört, Anne? Blablabla. Wow, jetzt ist der Text voll lang da. Ja, super, ne? Wenn der Text dich nervt, kannst du ihn auch wegklicken. Ja, ich versuche den wieder mitzulesen, innerlich. Fernglas, was war der Fernglas? Fernglas-Pass. Ist auch ein neues Achievement, hier ein neuer entdeckter Bezirk, den du kriegen kannst. Ich bin ja heute Mittag schon ein bisschen lang gelaufen, deswegen habe ich das schon. Nichts, nicht mal ein Flüstern, du Linda? Schöne Musik. Nicht während des Ritts, aber hinterher. Ich hatte ganz komische Träume, vielleicht hat Aydin so versucht, mit mir zu sprechen. Schön hier. Du hast immer seltsame Träume, Linda. Es ist schon komisch, dass nach all den verrückten Dingen, die wir gesehen haben, die eine magische Erfahrung, die jeder hier auf Jorvik kennt, nichts als ein Witz ist. Ich habe etwas gesehen. Letztes Mal habe ich euch gesagt, ich hätte nichts gesehen, aber das war nicht die Wahrheit. Ich habe sie gesehen. Oh, voll schön hier. Das ist richtig hübsch geworden. Aydin? Meine Mutter. Oh Mann. Lichtkegel. Es war, ich kann es nicht wirklich erklären. Es tut mir leid, dass ich es die ganze Zeit vor euch geheim gehalten habe. Es war so persönlich. Ich habe mich verirrt. Die Göttin hat mir den Weg gezeigt. Jetzt ist Tessa raus. Da ist es, Aydins Flüstern. Moment, Moment, so weit bin ich noch nicht. Da, jetzt. Ah, okay. Seid ihr bereit? Mhm. Ja? Ja. Bereit? Ja. Okay. Den nächsten Teil reiten wir alleine. Weißt du noch, was ich dir von dem Ritt erzählt habe? Oh. Die Passage im Felsen voraus, das ist Aydins Flüstern. Der Tradition zufolge müssen Reisende auf dem Lichtritt diese Schlucht alleine passieren. Sei vorsichtig, Elena. Denk daran, dass wir dir vorhin, was ich dir vorhin gesagt habe. Hör auf das Echo. Machen wir. Nimm kurz einen Aluminiumhut, Tinkan, und ich sind dran. Wuhu! Jetzt bin ich dran. Ich habe keine Angst vor dem, was mir begegnen könnte. Nicht so lange du bei mir bist, Starschein. Bleib bei mir, Concord. Ich mache das hier nicht ohne dich. Ja, oh. Ja, endlich.
Du sollst als nächstes gehen, Elena. Ich bin direkt hinter dir und da scheinen. Seid vorsichtig. Okay. Mädels, wollen wir mal. Schön langsam. Schön im Schritt. Ich jetzt aber nicht so dufte. Hm, vielleicht kommt's ja noch. Aha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! also ich muss mal eben kurz ein Foto machen. Oh, voll hübsch aber. Ich muss mal eben kurz ein Foto machen, Leute. Das Hallo Niki! Hallo! Ja, ich will nicht! Nee, ich will auch nicht. Lass mal laufen, lass mal gehen. Okay. Ja, ich will. Ja, danke. Nein, du bist weggefaced. Sie hat den Test bestanden. Er hat alle 4 Ruhensterne aktiviert. Laufen ja, weit. Das habe ich. Hi, ich bin Iliana und habe alle 4 Ruhensterne aktiviert. Ich bin geil. Lull. Ach du Scheiße, was erwartet uns noch? Ihre Kräfte müssen kontrolliert werden. Wir müssen ihre Ausbildung vorantreiben. Alter, das ist ja aufregend. Bald ist es an der Zeit, dass du dich einem deinem Schicksal stellst, Iliana. Ich bin Iliana, bin bestimmt eigentlich wieder geburt. Ja, das glaube ich nämlich auch noch. Ja, irgendwie, ne? So langsam glaubt man das. Oh. Diese Gegenwart ist viel stärker, als ich es jemals für Möglichkeiten hätte. Könnte sie... Zwei hintereinander jetzt gleich. Nur 2 gleichzeitig. Da hast du wohl recht, Elisabeth. Und sie scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Dieses Mädchen ist der Grund, warum die Bewahrer-IDs gegründet wurden. Bist du bereit für die Prüfungen, Iliana? Erinnere dich daran, was letztes Mal passiert ist. Catherine. Oh, da hinten ist ein Mädchen. Ist das Catherine? Catherine, bist du's? Hallo, Iliana. Bist du die Göttin? Bist du dieses Mädchen? Was nimmst du? Bist du die Göttin? Ich nehme das andere. Ich bin Catherine. Ich bevorzuge den Namen Catherine. Wer ist dieses Mädchen? Die wiedergeborene Göttin, zumindest glauben manche das. Bin ich dieses Mädchen? Aydin kehrt zurück? Ich bin das Erste, bin ich dieses auch. Mädchen. Lächeln. Also ja. 2 Seelen vereint zu einer. Diese Liebe macht dich stark. Lass nicht zu, dass sie dich zerstört. Zerstört? Du musst ihnen den Weg zeigen. Wie soll ich das tun? Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Ich bin das Erste. Ja. Du trägst die Kraft in dir, aber du bist nicht allein. Finde mich und du wirst die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit. Warte! Ah, super. Lena, wieso bist du plötzlich hinter mir? Das ist unmöglich. Ja, Linda, weißt du, da kam ein Mädchen und hat gesagt, ich bin dieses Mädchen. Na? Was ist da drin passiert, Iliana? Ist alles in Ordnung? Möchtest du über das reden, was passiert ist, während du durch die Schlucht geritten bist?
Was hast du gesehen? Eine junge Frau, sie hat gesagt, sie wäre Catherine. Mich, aber auch doch nicht mich. Das Erste. Ich verstehe, über sie müssen wir mit Evergrave vor Annas Rettung gesprochen haben. Was hat sie dir gesagt? Sie hat in Rätseln gesprochen, über mein Schicksal. Etwas über Seelen und Aideen. Ich nehme das Erste. Ja. Nehme ich das Zweite. Okay. Dein Schicksal, Fripp und Elisabeth dachten ganz klar, dass du eine besondere Rolle spielst. Ich wünschte, sie wären hier und könnten uns sagen, was für eine Rolle das ist. Es endet alles bei Aideen, aber das passt ja. Schließlich ist das hier ein heiliger Trail. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Etwas, woraufhin wir handeln könnten? Sie hat mir gesagt, ich soll sie finden. Sie finden? Tja, ich hatte eine Theorie über Catherine, wer Catherine sein könnte. Aber sie zu finden, könnte schwierig werden. Danke, dass du mir das erzählt hast, Iliana. Wir sollten losrennen und die anderen am Lagerplatz treffen. Okay. Geil. Das war radgeil. Ja, spitzt sich langsam zu. Immer mehr und dann kommen doch wieder 1000 Fragen. Ja, wahrscheinlich. Oder lange hey, ist hey, Linda, lauf nicht so schnell, ja? Ja, die rast plötzlich hier los, ey. Ja. Da drüben hocken sie alle. Oh, ich häng am Stein fest. Oh, lol. Huh? Hallo. So. Willst du weiterlesen oder soll ich wieder? Nee, kannst du. Ihr beide wart lange weg. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Einmal gehen. Gehen jetzt ins Lagerfeuer. Ich möchte. Gut. Ich habe das Galoppiergeräusch. Ja, so ein Laufen. Mhm. Nach dem Ritt letztes Jahr hatte ich Angst davor, über das zu reden, was ich gesehen hatte. Aber inzwischen haben wir viele Abenteuer erlebt. Bevor und nachdem Elena nach Jorvik gekommen ist. Und wir sind zu einer Schwesternschaft geworden. In unserem Kreis ist kein Platz für solche Geheimnisse. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Für mich, für uns. Warten wir darauf, dass die Baradins uns einen neuen Anführer vorstellen, der uns sagt, was zu tun ist. Elisabeth als Anführerin zu haben, hieß nicht, dass wir einfach nur getan haben, was man uns gesagt hat. Regeln und Zollräder sind wie Pferde und Handgranaten. Was? Handgranaten? Oh lol, sie passen einfach nicht zusammen. Das kannst du laut sagen. Wir haben von Anfang an auf unsere Herzen gehört. Und seht, wohin das geführt hat. Du hast uns einen Kreis genannt. Und je schneller sich dieser Kreis dreht, desto mehr fühlt es sich an, als würden wir auseinanderfliegen. Aideens Geschenk. Während all unseres Hochs und Tiefs als Zollräder haben wir eine Sache, die immer unerschütterlich geblieben ist. Unsere Verbindung zu unseren Zollpferden. Diese Verbindung kann nichts und niemand zerstören. Nicht einmal der Tod. Ein Zollräder zu sein bedeutet mehr als ein Held auf einem Pferd zu sein. Es bedeutet, dass zwei Seelen zu einer vereint sind, wie Hermann gesagt hat. Zusammen können wir alles schaffen, was auf uns zukommt. Solange wir uns vertrauen an die Verbindung glauben. Davon bin ich überzeugt. Aber was ist mit den Bewahrern Aideens? Wir brauchen immer noch ihre Hilfe und jemand muss Elisabeths Platz einnehmen. Es ist ziemlich offensichtlich, wer das sein sollte. Ist es das? Du, Alex. Du hast dein ganzes Herzblut reingesteckt, den Druiden zu helfen. Elisabeth hat dich ganz klar vorbereitet. Aber Anne, die Rolle des Anführers ist doch an den Sonnenkreis gebunden. Auf keinen Fall. Es ist schon schlimm genug, dass meine Eltern wollen, dass ich ihre Fußstapfen trete. Nicht für alle Fälle Jorviks würde ich Elisabeths Aufgabe übernehmen wollen. Daran gibt es so einiges, das ich verarbeiten muss. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie Elina diese Sache hineinspielt. Ich nehme nicht an, dass die Göttin sich dazu geäußert hat. Ei! Okay. Was war das? Alter, dieses Galoppgeräusch nervt langsam. Es hat sich angehört, als schreit da jemand.
Vielleicht hat sich jemand verletzt, wir müssen nachsehen. Boah, schon der Schreier kam. Auf geht's, Mädels! Oh, Pony! Ich muss Pony anklicken. Das Pony. Wartet, lauf nicht weg! Oh, Anne reitet vor. Lasst euer fünftes Rad am Wagen, nicht alleine. Boah, Anne prischt aber richtig vor. Oh, guck mal, guck mal, kann aber auch im Jagdgalopp gehen. Hm. Huh, da geht's aber schnell runter. Hopp! Bin angekommen? Hm, ich bin angekommen. Ich hab gerade Zwischenzähne. Oh, dieses Geräusch, ey. Macht alles kaputt. Es ist Petunia. Sie ist schrecklich in Schwierigkeiten. Sie steckt in Schwierigkeiten. Wir waren gerade dabei, den Lichtritt zum Abschluss zu bringen, als etwas Rose... Was? Rose... B... Woof... erschreckt hat. Petunia ist unglücklich gefallen. Hey, bitte sagt mir, dass es nichts Schlimmes ist. Du kannst ihr helfen, ja? Ich kann etwas Hilfe leisten. Erste Hilfe leisten. Petunia ist in guten Händen. Machen wir etwas Platz, Lilly. Ich begleite dich und Sandwich von Slatibarfast. Was? Von Slatibarfast auf dem Twitter. Alter, was ist da für Namen? Also das ist Parfnax von Schwabenteich. Alter, was sind das denn für Namen? Schniff. Okay. Los geht es. Aideen. Bin ich tot? Alles wird gut. Wo ist Rosby Woof? Ich habe mir solche Sorgen um mich. Ich mache mir solche Sorgen. Alter, was sind das für Namen, Mann? Petunias Pferd kann nicht weit weggelaufen sein. Vielleicht kannst du es aufspielen, Indiana. Machen wir. Oh. Es war schon weiter Weg. Da lang. Es war ein ganz schön weiter Weg. Bestimmt oder zur Rade, oder zur Jasper runtergelaufen. Ich glaube Jasper runter. Oh, warte, da sind die Hufpfissen. Da muss ich hin. Ja, es ist bei Jasper gelandet. Das sind ja keine gruseligen Kürbisse mehr, da kann man. Ist man ja wieder sicher. Oh, ich hänge hier wieder in den Baumstümpfen fest. Da, das Pony rast auf dem Kürbisfeld herum. Und das war so, hallo! Da ist so ein vierbeiniges Ding auf meine Kürbisfarm. Der Unfall. Unfall. Auch da? Da. Ja. Das stampft ein Fett in meinen Kürbissen herum. Oh, ich kann ihn nicht anklicken. Das Ende des Trails. Heute Abend findet der Lichtritt statt, nicht? Jedes Jahr sorgt ihr jungen Leute für Unruhe. Trampelt die Hügel hinauf und hinab. Hol dieses freche Fett von meinem Kürbisfeld, bevor ich die Ranger rufe und es wegbringen lasse. Okay, Jasper. Sprech mit Linda? Ja, wahrscheinlich nachdem du das Fett einfach eingefangen hast. Komm her, du dummes Pferd. Ich warte, bis es an mir vorbei rennt. Es wäre jetzt gerade zu doof, hinterher zu rennen. Ja, cool. Na komm. Komm, put. Es ist an mir hinter. Oh, lol! Ja. Das ist das schlaues Ding. Ja, es kommt aber wieder. Kommst du her? Jetzt hab ich's. Nee. Mir geht es gut. Achso. Alter! Mistviech! Das fährt so Bitch. Nee, geht doch. Ich hab's. Pia? Mir geht es gut. Ich war kurz bewusstlos, aber als ich aufwachte, war Lisa da. Aber wo ist Rose B. Woof? Danke, Ilyana. Vielen Dank. Das war aufregend. Ich bin wirklich froh, dass ich mit euch allen befreundet bin. Wir müssen bald wieder zusammen ausreiten. Ich finde, wir brauchen damit nicht bis zum nächsten Lichtritt warten. Ich sollte Genny Matt zurück zum Jawikstall bringen. Kommst du mit, Concord? Möchtest du mit uns reiten, Alex? Du kannst bei mir und meinem Vater übernachten.
Nein, ich möchte heute Nacht lieber mit Tinkern allein sein. Ich muss über so vieles nachdenken. Liliana, Linda, alles gut bei uns. Es gibt etwas, über das wir uns kümmern müssen. Wir sehen uns. Oh, voll abserviert, die arme Lisa. Ein weiterer ereignisreicher Lichttritt geht zu Ende, aber ich habe das Gefühl, dein Abenteuer fängt gerade erst an. Oh, weiter geht's sogar. Weißt du noch, dass ich sagte, ich hätte eine Theorie über Catherine? Jetzt ist der perfekte Moment, um etwas darüber herauszufinden. Das heißt, wenn du Zeit hast, ich habe einfach mal angenommen, dass das Lösen ein geheimnisvoller Rätsel, die sich um Aideen drehen, etwas ist, bei dem du gern mitmachen würdest. Frage den alten Jasper nach seiner Tochter Catherine. Als ich versucht habe, etwas über die Verbindung zwischen der Molland-Familie und Herrn Sands herauszufinden, habe ich etwas Interessantes erfahren. Justins Mutter hieß, weiß ich längst, ihr Name war, wie hieß sie? Sag schon. Ja, so. Ja. Catherine Holbrook. Was, wenn die Catherine, die mit Elisabeth und Eva zu tun hatte und die in deiner Vision die gesprochen hat, die gleiche Person war? Ich vermute, es ist so. Du meinst, dass die Mutter hatte mit den Druiden zu tun? Hier das Erste. Das Zweite. Okay, dann weißt du, was wir als nächstes tun müssen. Ich wäre auch überrascht und ich frage mich, was Elisabeth und Fripp noch vor uns geheim gehalten haben. Das Ganze ruft nach einer klassischen Linda Chander Nachforschung. Wir geben ein super Detektiv-Duo ab. Wie Sherlock Holmes und Watson, wie Benedict Cumberbatch und Lucy Liu, wie Scooby-Doo und Nancy Drew. Das Erste. Dann nehme ich das Zweite. Pia, nimmst du das Dritte? Nein, ich habe das Erste genommen. Oh, ja. Die Sache läuft. Seine Mitte draus als Zweite. Hey, ich arbeite bereits an der Fanfiction. Wir sollten als Erstes mit Jasper reden. Wenn seine Tochter mit den Bewahrern ein Dienst zu tun hatte, muss er etwas wissen. Okay. Könnte sie... Soll ich weiterlesen? Ja. Catherine? Nein, Elena. Nein. Du willst über meine Tochter sprechen? Oh, ich schwerfe ihn wahrscheinlich. Dann fragst du mich nach Catherine. Ich glaube, ich habe sie in einer Vision während des Lichtrittes gesehen. Die Leute hier reden so nett über sie. Ich bin nur neugierig. Ich glaube, das Zweite. Zweite. Ja, nämlich das Erste. Dann erzähl mal. Was für ein Unsinn. Ich werde keine schmerzhaften Erinnerungen mit dir besprechen, um so einen Quatsch zu unterstützen. Das ist ein übler Scherz, Iliana. Wer spricht über sie, Thomas? Nicht Thomas. Leute, die sich... die vielleicht kannten, als sie in unserem Alter war. Okay, was willst du denn über sie wissen? Moment, ich bitte Sie, Herr Holbrook. Das ist ganz bestimmt kein Scherz. Schenken Sie uns nur eine Minute Ihrer Zeit, dann sind wir wieder weg. Okay, jetzt zeige ich das für euch. War Ihre Tochter ein Mitglied der Bewahrer Aideens? Konnte Ihre Tochter Magie... Nein, erst. Nee, das Zweite. Magie, was stellst du mir für Fragen? Das ist doch Zeitverschwendung. Verschwindet, alle beide. Herr Holbrook, warten Sie. Das ist offensichtlich ein schwieriges Thema, also kommen wir gleich zur Sache. Wir haben Grund zu glauben, dass Ihre Tochter eine besondere Gabe hatte und dass diese Gabe zu einem schrecklichen Ereignis geführt hat. Über die wird auf meinem Land nicht gesprochen. Ich denke, ihr solltet gehen. Herr Holbrook, warten Sie. Das ist offensichtlich ein schwieriges Thema, also kommen wir gleich zur Sache. Wir haben Grund zu glauben, dass Ihre Tochter eine besondere Gabe hatte. Das ist der gleiche Text. Ja. Glücklicherweise hat Elena die gleiche Gabe. Sie muss wissen, was Catherine geschehen ist, damit sie die Tragödie nicht wiederholt. Bitte, wenn Sie irgendwas wissen, müssen Sie uns helfen. Das Leben von Elena hängt vielleicht davon ab. Das war Elena. Bist du wie sie? Ich meine Catherine? Ja, ich weiß es ja, nicht. Ganz ich sag ehrlich. Ja. Ja, ich sag auch ja. Ich weiß nicht viel. Aber ja, sie war ein besonderes Mädchen. Ein Mädchen mit einer Gabe. Wie er es nennt. Meine Catherine fühlte sich in der Gegenwart von Pferden immer wohler als unter Menschen. Ganz besonders bei ihrem Pferd. Starshine oder so ähnlich hieß es. Melody Princess oder so ähnlich hieß es. Okay, das sind dann die Anfangspferde. Mhm. Ja, okay, wir müssen beide mal kontrollieren. Eines Tages, als sie
war in eurem Alter war, kam dieses komische Volk vorbei, Druiden. Ihr habt sie bestimmt auch schon auf ganz Jorvik gesehen. Die glauben fest an die alten Mythen über Aedin. Ich hielt nicht viel von diesen Bewahrer Aedins, aber als sie dann anfingen, mit ihnen zu reiten, blühte mein kleines Mädchen auf wie eine Kürbispflanze im Oktober. So glücklich hatte sie ihn auch vorher noch nie gesehen. Und dann war sie plötzlich nicht mehr. Ich kann nicht sagen, was sie geändert hatte. Diesen Teil ihres Lebens hat meine Tochter von mir geheim gehalten, aber sie haben sie kaputt gemacht. Ich habe meine kleine Tochter an diese Druiden verloren. Und als sie sich endlich von ihnen befreien konnte, hat sie mit Thomas zusammen niedergelassen. Sie hat nie darüber gesprochen, was geschehen war. Zumindest nicht mit mir. Also, das stimmt nicht ganz. Sie hat das Tagebuch geführt. Jeden Tag hat sie hineingeschrieben. Natürlich hat sie es mich nie lesen lassen. Nachdem sie... Und hinterher habe ich nie den Mut gefunden, es zu öffnen. Ihr Tagebuch ist wahrscheinlich noch in der alten Scheune in Moorland. Wenn die Wahrheit irgendwo zu finden ist, dann in diesem Buch. Wenn ihre Geschichte helfen kann, Elena vor dem zu schützen, was mein Mädchen zerbrochen hat, dann möchte ich, dass ihr es bekommt. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, wäre ich gerne bei der allein. Einen schönen Tag noch. Oje, armer Jasper. Ups. Oder willst du? Nimm du ruhig. Okay. Wahrscheinlich unsere Hypothese ist korrekt. Catherine Holbrook ist dieses Mädchen, das wir finden müssen. Mir tut der arme Jasper leid. Das Gespräch über seine Tochter hat schmerzhafte Erinnerungen wachgerufen. Vielleicht helfen unsere Nachforschungen dabei, dass er nach all den Jahren mit etwas abschließen kann. Muss ich anklicken? Danke. Nun, unser nächster Schritt ist klar. Wir müssen Catherines Tagebuch finden. Weißt du noch, wo Jasper alte Scheune am Moorlandstall ist? Meteor und ich treffen dich dort. Und bitte, sprich erstmal noch nicht mit Justin darüber. Nach allem, was er durchgemacht hat, erst mit Herr Sands und dann mit den Druiden, wäre es, glaube ich, unklug, ihnen dieses Geheimnis einzuweihen, solange wir nicht mehr Antworten haben. Okay, Reise zur Scheune. Wir. Pia kann sich auch abholen lassen. Stimmt. Yay, Pia hat Home Service. Ja, Pia hat Heimvorteil. Oh, ist dann Omi total allein da unten. Nee. Warum sind die anderen deswegen? Ich weiß es nicht. Der wollte doch um 21 Uhr gehen. Ja, wir haben gleich 21 Uhr. Hm. Okay, aber schön lang, also das gefällt mir. Woher weiß Justin? Oh, Entschuldigung. Ich habe einen Kommentar auf Insta schon wieder gelesen. War das schon wieder alles? Das war wahrscheinlich wieder so eine Durchklickerin. Ach, schon da gewesen. Okay. Stimmt. Seid ihr da vor der Scheune? Ja. Ja. Okay. Oh nein, da ist Justin. Oh, hallo, Eliana. Schön, dich zu sehen. Was machst du denn am Opas alter Scheune? Ach, nichts, gar nichts. Ich sehe nur nach dem kleinen Frodo. Ich habe etwas über deine Dann nehme ich ihn, ich sehe nach dem kleinen Frodo. Ja, das Erste. Okay. Ach ja, das Haflingerfohlen. Es ist ein gesunder und glücklicher kleiner Kerl. Oh, hallo Elena, schön dich zu sehen. Was machst du denn Opas alten Scheune? Das gleiche schon wieder! Ich habe gefühlt gar nichts. Drecksack. Seit der Erfahrung mit dem alten Baum draußen auf Südhof sehe ich viel klarer, wenn es um Dinge geht, die Pferde betreffen. Frodo ist eines dieser besonderen Pferde, nicht eine Sternenrasse. Wie dem auch sei, ich muss wieder in den Stall. Ich glaube, Maya braucht Hilfe dabei, Heu auf den Heuboden zu schaffen. Hi, Liana, du hast Justin nichts von unseren Nachforschen erzählt, oder? Nein? Gut. Siehst du aus? So behindert? Und jetzt lass uns dieses Tagebuch finden. Also, Jasper hat nicht gesagt, wo in der Scheune das Tagebuch sein müsste. Wie wäre es, wenn du dich drinnen danach umsiehst? Natürlich muss ich jetzt wieder in die Spinnenwege krapseln, ne? Na klar. Das ist so typisch, Linda. Das ist so typisch, Mann. Nicht nur Linda, es ist typisch NPCs. Ja, true. So. Grabbel, 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 grabbel. Alles, was glitzert, muss man angrabbeln, habe ich gelernt. Oh je, das ist nicht gut. Die Seiten haben Stockflecken und sind halb verrottet. Ich kann kaum umblättern, ohne dass die Seiten zerfallen und der Text sich nicht mehr zu entziffern. Wie konnte es nur 20 Jahre in einer feuchten Scheune liegen lassen? Ehrlich, manche Leute haben keine Ahnung, wie man mit alten Büchern umgeht. So, und was machen wir jetzt? Na, super. Was ich denn?
Sprich halt einen Zaubermann. Mist. Hast du das Tagebuch gefunden? Ja, du warst auch oben mit mir. Alter, was geht ab, Linda? Du hast aber auch so ein Gedächtnis wie so ein Regenwurm, ne? Wir werden das Geheimnis um Catherine also heute nicht mehr aufdecken. Das Tagebuch wird deinen Inhalt nicht so einfach preisgeben. Aber vielleicht gibt es noch einen Weg. Sprich mit Linda. Oh, wieder dahinter. Ja. Wieder auf der Pony. So. Kann ich mir das Tagebuch eine kleine Weile ausleihen? Ich muss das Problem nur einmal eine Nacht überschlafen. Meine besten Ideen habe ich nämlich in meinen Träumen. Und sprich bitte in der Zwischenzeit nicht mit Justin oder den anderen darüber. Nicht, solange wir nicht mehr wissen. Und komm gerne jederzeit bei mir in Jallaheim vorbei. Ich melde mich bald. Danke. Und das war es, würde ich mal behaupten. Ja, das war's. Hier gibt's sonst nichts mehr. Komm, wo bleibt der Button mit Fortsetzung folgt? Was, es gibt keinen? Gibt nicht mehr. Eine Stunde 15. Oh, geil. Lass mal zum Leuchtturm gehen und da unser Schlusswort. Ja, genau. Rausklatschen, da stehen nicht so viele Leute rum. Okay, wir haben die gleiche Trense an. Sehe ich gerade jetzt. Pialein, lebst du noch? Was denn? Kommst du? Zum Leuchtturm. Okay. Zum Leuchtturm. Hier stehen nicht so viele Leute rum. Unser Schlusswort richten und dann Aufnahme beenden. Ich muss immer einparken lernen. Nein, nein, Starschein, stehen bleiben. Miep, miep. Oh. Also ich muss echt sagen, der Lichttritt war mega. Besonders die Szene, wo wir eben halt im Dunkeln waren mit den Pilzen und dann die Vergangenheit Bilder halt gesehen haben, wie die Leute halt gesprochen haben. Und das klärt schon einiges auf. Sind so Theorien gewesen, die wir uns eigentlich schon denken konnten, aber es hat sie einfach auch nochmal unterstrichen, dass wir schon was mit der Reinkarnation von Aldin zu tun haben. Vor allem, wir waren jetzt einfach 1,5 Stunden unterwegs. Ne? Also die Leute können nicht sagen, dass das kurz gewesen wäre. Mhm. Leute, die sagen, dass das kurz war, die klicken sich auch einfach nur durch die Texte durch. Ja, oh, ja. Das ist echt nur durchklicken. Ich dachte erst so, okay, wir kriegen nur den Lichttritt. Und das war's dann, ne? Aber ich dachte halt, wir haben echt viel Story dazu gekommen und sehr viel Theorie. Ja. Sehr viel. Und das ja, was ich ein bisschen schade finde, Mr. Sands war anscheinend wohl doch... Er war ein normaler Mensch, weil Fripp sagte, er ist jetzt kein Mensch mehr. Also er war ein normaler Mensch. Ja, und seine Liebe zu Rosalinde, dass sie dann gestorben ist, hat ihn halt zerstört und will gar noch anfällig machen lassen. Hat ja auch die Quest wiedergegeben. Mhm. Natürlich jetzt nicht heißen, dass alle anderen jetzt auch menschlich sind, sondern kann natürlich auch sein, dass die woanders herkommen oder so. Aber auf jeden Fall schien wo Mr. Sands mal ein normaler Mensch gewesen zu sein. Das ist schon interessant. Mhm. Frage ich mich, wie er unmenschlich geworden ist. Also wie, ob Garnok ihm Fähigkeiten gegeben hat, dass er so lange lebt und unmenschlich geworden ist. Bei einem Let's Play, Pia, hast du bei den Cthulhu-Leuten ja gesehen, die haben ja dran geglaubt, bei diesem Kult, diesen Riten da mitgemacht. Und dann bei diesem Ritus ist man dann halt mal unmenschlicher geworden. Vielleicht ist es mit so auch gewesen. Entweder so oder die haben eine ganz neue Idee vielleicht. Immer spritzen. Nein. So was wird schon sein. Auf jeden Fall echt mega geil und ich bin schon gespannt, wie es dann weitergeht. Was werden wir wahrscheinlich, ich hätte schon mal dieses Jahr nicht mehr erfahren, wie es weitergehen wird. Ich würde mich zumindest wundern. Wahrscheinlich nicht. Aber es hat mal wieder gefühlt, dass wir wieder ein bisschen Story hatten und ich bin schon gehypt auf die nächsten Sachen. Na gut, ihr Lieben, ich würde dann auch mal sagen, wir verabschieden uns dann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.